So, seit langem mal wieder ein Video für YouTube. Aber statisches Training haben wir, wie gesagt, ja super, wo ist jetzt meine Leiste, wie ich euch stumm mache? Hier hat sich alles verändert auf meinem Bildschirm. Weitere Einstellungen. Dann Sag mal, ist kannst du. das Ah, neben dem roten Hörer? Da sind so drei Punkte bei ja, mir. hab's, danke, danke, danke. So, ich mache euch stumm, okay? So. Okay, wie versprochen heute statisches Training. Ihr nehmt bitte einen Gurt. Es kann ein ganz normaler Hosengürtel sein oder so ein Yoga-Gurt, also was ihr zur Hand habt. Und ihr stellt euch den ungefähr so ein, seht ihr, ne? Dass er so von Achselhöhle zu Achselhöhle reicht. Okay? So, den legt aber jetzt erstmal auf Seite, weil wir wärmen uns auch beim, was ist denn hier los? Auch beim statischen Training ein bisschen auf. Das schiebt man mal weg. Alles auf Seite, wir brauchen nichts. Noch ein bisschen Musik, machen wir ein bisschen lauter. Wichtig ist Mobilisation Schulter. Ja, wir ziehen einfach Schulter hoch und tief. Hoch und tief. Genau. Hier mache ich mal zu, dass man meine schwarze Hose sieht. Jawohl. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Hier noch. Drei, zwei, Achtung mit Tempo. Na, was geht hier wieder? Zieh, zieh, nach hinten kreisen, langsam. Schön kreisen. Vier noch. Drei. Im Wechsel hoch, tief. Hoch. Hoch. Jawohl. Vier noch. Drei. Zwei. Achtung, wir marschieren. Und Ritz. Ritz. So, wir machen aus der Hüfte. Kreise. Kreise. Los, es geht schwer im Takt. Langsam.
Löwen, Hände auf die Oberschenkel. Rücken ist rund, wir gehen langsam Wirbel für Wirbel hoch. Okay. Arme ein bisschen lockern. So, wir brauchen unseren Gurt. Irgendwie nervt mich heute die Musik. Ich weiß nicht, was heute ist. So, ich mache die Musik wirklich nur ein bisschen als Hintergrund, weil wir brauchen ja jetzt keinen Takt, sondern ihr müsst eher hören, was ich sage. So, wir fangen mit den Armen an, klettern langsam zu den Beinen, zu den Armen, zu den Beinen, immer im Wechsel. So, ihr schlupft mit den Händen einfach hier in den Gurt. Ja, Arme bleiben erstmal hier unten, Beine ein bisschen auseinander, Po und Bauch schön spannen. Okay, Achtung, wir ziehen nach außen und ziehen und die Spannung halten. Halten, halten, halten. Spannen, spannen, spannen. Bauch ist gespannt, Popo ist gespannt. Arme nach außen ziehen. 4, 3, 2, 1. Langsam lösen. Alles ganz locker. Okay, Achtung. Noch einmal. Und spannen und die Spannung halten. Man sieht jetzt keine Bewegung, ja? Aber höchstens das Zittern von den Muskeln. Aber ihr habt Spannung in den Armen. Und langsam lösen. So, die Arme nach vorne. Schulter bleibt tief. Achtung und spannen. Zieh die Arme nach außen. Und langsam lösen. Da wird es immer ein bisschen warm dabei, oder? So, machen wir nach vorne. Achtung und spannen. Halten, halten, halten. 4, 3, 2 und lösen. So, Arme ganz nach oben. Daumen zeigen nach hinten. Okay, Arme leicht gebeugt. Achtung und ziehen. Ziehen, 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 so fest ihr könnt. Achtung, lösen. Bisschen locker. Kommt noch einmal. Nach oben. Achtung und spannen. Super. 4, 3, 2, 1 nach unten. So, dreht eure Daumen nach innen. Ja? Daumen zeigen zueinander. Arme bleiben wieder unten. Schulter tief. Popo Bauch spannen. Und ziehen. Schön die Spannung halten. Juhu. 4 noch, 3 und lösen. Einmal noch. Ready? Achtung und zieh. Wenn ihr zittert, dann merkt ihr, dass er genug zieht. Hier noch. 3, 2. Okay, lösen. Wow. Nach vorne. 4, 3, 2 und
4, 3, 2, 1, lösen. Oh, oh, oh. Noch einmal. 4, 3, 2 und spannen. Bye.
4. Und nochmal wechseln. Standbein tut auch weh, ne? 4, 3, Achtung und ziehen. Letzter Wechsel. 4, 3,
2 und ziehen. Aber ihr könnt es erahnen, oder? Ja, ne? Also der Fuß
schön runter. Nimm meine freie Hand hinter den Ellenbogen. Einfach, dass es hier nicht so weh tut, dass ich nicht so auf den Oberschenkel drückt. Und jetzt den Bizeps. Einfach den Arm ranziehen. Super. Feste ziehen. Als wollte er den gut auseinanderreißen. Durchhalten. Vier noch. Drei. Bisschen langsamer gezählt. Zwei. Bleib unten mit dem Popo. Eins. Langsam lösen. Wir bleiben unten. Nur den Arm lösen. Vier. Drei. Achtung und spannen. Und locker lassen. Die Seite wechseln. Wir bleiben unten. Achtung. Und spannen. Halten, halten, halten. Vier noch. Drei. Zwei. Lösen. Noch einmal. Achtung. Und spannen. Natürlich auch hinsetzen. So, den Gurt um beide Füße. Rücken schön gerade. So, und jetzt zieht mal, ja, es könnt ihr jetzt schlecht sehen, aber so als wolltet ihr den Gurt hier ranziehen. Okay? Und ziehen. Ich habe hier Spannung in der gesamten Rückenmuskulatur. Rücken ist ganz gerade. Da könnte es jetzt schon mal passieren, dass so ein Gurt reißt, ne? Weil da haben wir Kraft. Zieh die Arme fest ran. Vier noch. Drei noch. Zwei. Langsam lösen. Aber auch hier machen wir natürlich einen zweiten. Vier. Rücken gerade. Achtung. Und zieh ran. Rücken ist gerade. Juhu. Sehr schön. Spüre die obere Rückenmuskulatur. Ja, gut. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Lösen. So, jetzt legt er ein Bein, nehmt er raus. Ja, ich habe nur noch einen Fuß drinnen. Linkes Bein, linker Arm. Oder rechtes Bein, rechter Arm. Ist völlig wurscht. So, jetzt geht er ein bisschen näher ran mit dem Bein. Und jetzt zieht er den Arm wie nach hinten. Nur den einen. Der andere ist einfach am Boden. Und zieh nach hinten. Merkt ihr hier, Schulterblattmuskulatur, ja? Schön hinterziehen. Ziehen. Super. Und lösen. Noch einmal. Vier, drei, Achtung und ziehen.
4, 3, 2 und locker lassen. So, noch einmal beide Füße. So, jetzt geht er mit den Knien so ein bisschen nach außen, bleibt hier aber schön gerade. Hände von unten durch den Gurt. Rücken gerade, lass die Knie außen, ja, Fußinnenkanten sind fast zusammen. Und wir ziehen dran. Ich habe jetzt hier einmal die Spannung hier außen und nochmal in der Rückenmuskulatur. Halten, halten, halten. Vier noch. Drei noch. Und langsam lösen. Einmal noch. Achtung. Und zieh ran. Die Beine kämpfen dagegen. Ziehen, 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 durchhalten. Und lösen. Wow. So, den Gurt könnt ihr mal auf Seite legen, was ja auch eine statische Übung ist. Das ist Plank. Ja, der Unterarmstütz. Und das machen wir jetzt. Okay, die schaffen wir. Wir legen uns auf den Bauch. Die Unterarme aufstützen, Hände flach ablegen. Wichtig beim Plank ist, dass ihr wirklich eure Rumpfmuskulatur ganz fest anspannt. Ja, nicht durchhängen, sonst haben wir ein Problem mit der Wirbelsäule. Spannung halten und wenn ihr nicht mehr könnt, kurz ablegen. Okay? So, Unterarme aufstützen. Achtung! Und komm hoch und halt die Spannung. Schau Richtung Boden, schau nicht nach vorne. Ja, sonst verspannt die Nackenmuskulatur. Das wollen wir gerade nicht. Bauch ist gespannt, Beine gespannt, Popo gespannt. Augen zum Boden. Durchhalten, ihr schafft es. Acht noch. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Okay, kurz ablegen. Na, kommt ein Zuschauer. So, einmal schaffen wir noch. Achtung. Vier, drei, zwei und spannen. Vorbereitet, weil ich ja immer noch Probleme leider mit meinem Steißbein habe. So, wir nehmen
Wer mag ein Kissen? Ja, da sitze ich einfach gerade noch ein bisschen besser. Und dann machen wir noch ein bisschen statisches Bauchtraining. Gurt braucht man nicht. Ihr braucht nur euch. So, okay. Dreh mich mal so rum, dann seht ihr es besser. Die Hände an die Knie, die Arme durchstrecken. Jetzt nehmt ihr die Arme einfach weg. Bleibt hier hinten und zieh die Beine hoch. Okay. So, Achtung, wir gehen mit den Armen langsam nach außen und wieder nach vorne. Langsam nach außen und wieder nach vorne. Nach außen, nach vorne. Und der Bauch, der hält nur. Vier noch. Vier. Drei. Zwei noch. Und der letzte. Und langsam absetzen. Boah. Schaut man noch mal, oder? So, einmal machen wir noch. Die Hände wieder an die Knie. Arme durchstrecken. Beine hoch. Arme, Hände vorne zusammen. Achtung und auf und zu. Auf und zu. Auf und zu. Der letzte. Okay, locker lassen. So, was wir noch brauchen? Die Brustmuskulatur. Und was gibt es da Besseres als Liegestütze? Und auch die können wir statisch machen. Das heißt, wir gehen in die Position und halten einfach. Ja? Ich zeige es einmal. Ihr geht, wenn ihr wollt, auf die Knie. Also, ich empfehle es euch. So, dann geht ihr hier in diese Position, Augen zum Boden. Und da versucht man zu halten. Okay? Achtung, alle auf die Knie. Aber bitte die Knie nicht unter dem Popo, sondern weiter hinten. So, okay? Fertig? Achtung. Nach unten und halten. Schön halten, ihr schafft es.
locker lassen. So. Boah. Jetzt hat es mir noch mal Dampf rausgedrückt. So, wir machen noch eine allerletzte Übung als statische Übung. Und zwar noch einmal eine Bauchübung. Und zwar legt euch bitte auf. Legt euch bitte auf den Rücken. Ich zeig's einmal. Meine Voyo-Leute kennen diese Übung als Boot in sanfter Form. Ja? An dem Boot ist nichts sanft, aber es heißt so. Wir gehen mit den Beinen und mit dem Oberkörper ein bisschen hoch. Und dann schaut bitte, dass ihr hier im Bauch die Spannung kriegt. Der Popo ist leicht mit angespannt. Wichtig ist der Bauch, ja? Nabel zur Wirbelsäule. Und da kommt auch schon die Sonne raus. So, Arme an den Körper. Zehenspitzen zur Decke. Achtung. Und komm in die Spannung und halten. Beine wechseln. Okay. Und dehnen. Boah, seht ihr, wie mein Bein zittert. Huh.
Langsam lösen. So, wir setzen uns nochmal hin. Immer noch den Gurt. Die Füße nach vorne. Den Gurt um beide Füße. So, ich zeige es hier. Beine ganz durchstrecken. Und jetzt macht ihr euren Rücken richtig schön rund und zieht euch richtig schön nach hinten. Macht euch richtig, richtig rund. Lasst den Kopf hängen. Und schön dehnen. Langsam aus der Dehnung rauskommen. So, wichtig, bei, wenn man so viel statisch macht, auch so viel im Stehen statisch macht, dass man den Hüftbeuger immer noch ein bisschen dehnt, ja? Dazu geht er einfach mal in den Vierfüßlerstand. Beide Hände, ich mache es so vor, auf die linke Seite. Rechtes Bein nach vorne und jetzt schiebt ihr euer linkes Knie einfach nach hinten. Ja, richtig schön nach hinten schieben. Und jetzt versucht mal die Hände oder eine Hand, wenn es geht beide, auf das vordere Knie und schiebt den Oberkörper nach hinten. Ja, dann habe ich hier richtig schön meinen Hüftbeuger. Wenn ihr das auf der Matte macht, ist es angenehmer. Auf dem Boden ist es doch ein bisschen hart. Okay, komm langsam zurück. Wechsel die Seite. Bein schön hinterschieben. Okay. Und jetzt versuch dich aufzustützen. Ah. Und nach hinten zu schieben. Also den Oberkörper einfach nach hinten, dass ich hier den Hüftbeuger spüre. Super. Okay, komm wieder langsam zurück. So, oh, die Nackenmuskulatur, immer sehr wichtig, weil die ja die Hauptverspannte ist. Okay, lasst euch einfach mal alle Schultern, alles hängen. Legt den Kopf nach rechts. Rechts, ja. Fasst mit der rechten Hand und jetzt zieht den Kopf ein bisschen mit zur Seite, aber bitte, bitte, bitte. Macht es vorsichtig. Zieh die linke Schulter nach unten und zieh den Kopf ganz leicht zur Seite. Nicht reißen, geh in die Spannung, so dass es noch angenehm ist. Langsam lösen, roll den Kopf langsam über vorne zur anderen Seite. Mit der Hand wieder greifen, freie Schulter nach unten ziehen und schön dehnen.
Und langsam lösen. So, jetzt nimm das Kinn nach vorne. Nimm beide Hände hinter dem Kopf und zieh den Kopf so weit nach vorne, dass es zieht, aber nicht so arg schmerzhaft. Ja, soll schon ein bisschen was spüren, aber nicht zu sehr. Wenn ihr merkt, dass die Spannung nachlässt, dann könnt ihr noch ein bisschen weiter in die Dehnung. Und langsam lösen. So, die Arme ein bisschen lockern. Ah, die machen wir noch mit. Meine Lieblingsdehnübung, und das habt ihr vorhin auch gemerkt, so ein bisschen in der Hüfte, ne, wenn man so viel steht und so viel zieht, da ist die noch ganz wichtig. Das eine Bein über das andere. Zehenspitze fassen, Knie fassen, Rücken gerade und jetzt das Bein fest ranziehen. Da merkt ihr auch schon, wie es zieht, oder? Also ich merk's. Langsam lösen das gleiche noch mit der anderen Seite und danach entlasse ich euch in den ersten Tag mit einer Stunde weniger. Langsam locker lassen, aber jetzt noch mal alles ausschütteln. Und ich bedanke mich fürs Mitmachen. Schön, dass ihr dabei seid, dabei wart. An YouTube sage ich schon mal tschüss.